So, ich bin wieder zurück und anscheinend genau richtig. Hallöchen, Flosius. Willkommen. Danke für den Raid. Und willkommen, liebe Raider. So, und ja, ich bin wieder da. Wie geht's euch? Was habt ihr heute Schönes gemacht? So. Da, 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 da. Hallöchen. Willkommen, willkommen. Honkai Star Rail gespielt. Habt ihr euch auch den Livestream angeschaut? Hallo Raider, willkommen, willkommen. So, ich werde gleich mal rüber switchen. Zack. Ich stehe da irgendwo. Ich war zuletzt im. Lasst mich raten, sozusagen. Ich war. Als letztes habe ich Memory of Chaos gemacht. So. Nur den Sound wieder aufdrehen. Damit wir was hören. So. Ganz gut. Auf Livestream reacted und Star Rail. Wer ist das? Gold and Gears gemacht. Hört sich sehr gut an, muss ich auch noch fertig machen. Gut und günstig. Kommen wieder die Abkürzungen. Ich glaube, das Simulated Universe. Muss nur noch 12 machen, dann bin ich wieder eine ganze Weile fertig. Tada! Ich habe sogar 11 diesmal geschafft. Unglaublich. Gut und günstig immer. Wie hat euch der Livestream gefallen? Mal so in die Runde an alle geworfen. Einmal habe ich schon probiert, da bin ich aber irgendwie in der zweiten Hälfte irgendwie draufgegangen. Nochmal reinschauen. Was? Okay, Evo sagt, war okay. Zu wenig Sam, zu wenig Acheron. Ja. Blöd. Ich bin sehr gespannt auf die neue Story, weil die wird, glaube ich, absolut abgefahren werden. Und ich glaube, das ist was am ehesten, was ich mir von Science-Fiction-Spielen so erhofft habe. So härter Space Station und sowas halt in der Art. Aber ja. Viel zu wenig Sam. We need more Sam. Give me more Sam. Ich bin gespannt. Viele neue Gegner, diese ganzen neuen Rätsel. Viel zu sehen, würde ich sagen. Hui! So, ich hole mal meine ganzen Sachen, aber ich war heute noch nicht wirklich drin. Heute wieder gleich unterwegs gewesen. Oh, Survey. Highlight Page, okay. Schauen wir uns dann in Ruhe an. Zack. Da 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 da. Okay. Highlights Page. Schauen wir uns dann an. Welcome to the Reverie. Tada. Okay. Man kann schon jetzt einen Raum vorreservieren. Okay. Ja, die Stellar Jades nehme ich natürlich. Da sage ich nicht nein. Umfragen muss ich machen. In Genshin gab es, glaube ich, auch eine Umfrage. Zack. Das habe ich schon abgeholt. Da, da, da. So. Ja, da, da. Naja, Penakuni wird nicht mein Lieblingsgebiet. Die Stadt an sich ist nice, aber die Gegner sind Trash. Im wahrsten Sinne des Wortes. Roborex mit Kochmütze, ein Mülleimer und eine Glotze. Ja, das ist gerade cool. Das ist das, worauf ich gewartet habe. Sowas Abgefahrenes. Hey, 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 nichts gegen unseren Hightech-Dinosaur-Chef. Das stimmt allerdings. Nichts dagegen. Der macht sicher Bino-Schnitzel immer. Ich gebe mal kurz die Codes ein nebenbei. Und dann werden wir uns überlegen, was wir heute machen werden. So. Vielen Dank an Heshi, der die Codes wieder freundlicherweise zusammengetragen und oben angepinnt hat. Also jeder, der noch nicht eingegeben hat, bitte so schnell wie möglich eingeben, bevor sie nicht mehr gültig sind. Sage ich gleich dazu. Zack. Zack. Nummer 2. Und Nummer 3. Tada. Sehr gut. Belohnung abholen. So, den Rest lasse ich nur drin, damit ich nicht vergesse, die Umfrage und so zu machen. Ich kenne mich ja.
Wenn ich sowas nicht mit Ausrufezeichen lasse, vergesse ich das nur nachher. So, perfekt. Aber Starrel scheint halbwegs flüssig zu laufen, immerhin. Denke ich. Oder? Immerhin. Immerhin. Immerhin Starrel. YouTube läuft nicht flüssig, aber Starrel läuft flüssig. Ah. Na, ich bin schon gespannt. Ich bin auch gespannt, wenn wir dann alle Charaktere nach und nach kennenlernen. Ja. Ja, ich werde dann... Oh. Sparkle hört sich echt gut an, muss ich sagen. Wenn wir dann statt 5, 7 Skillpoints max haben und sie die auch regenerieren kann und Advanced Forward machen kann, das ist perfekt für meine lahme Gurke namens Dragonhang. Das und dann vielleicht mit Hanya noch kombinieren für noch mehr Punkte. Vielleicht brauche ich Hanya da nicht mehr. Hm. Es ist immer gut, genug Alternativen an Buff-Charakteren zu haben. In allen möglichen Elementen. Manchmal macht das den Unterschied. Nicht gerade das, ich meine, die Buffs müssen schon zum DPS passen, aber dass man zusätzlich dann noch die richtigen Elemente hat, ist dann noch ein Vorteil. Denke ich mir. Yes. So spiele ich das Spiel. Gut. Passt. So. Wie sehen wir denn aus? 17.000 habe ich schon wieder. Und wir haben noch einige Puls zum Umwandeln, gell? Eigentlich Character Pity irgendwas? Oder haben wir das letzte Mal direkt danach aufgehört? Nein, ich hab sogar... Da. Mhm. Immerhin 16 Pity. Ich meine, besser als gar nichts, oder? Und noch 44 Tickets. Und das. Ich werde es mir überlegen, wenn es soweit ist. Hallöchen, Raffi. Kann wer den Stream zusammenfassen? Okay, in 2.0 kommt Penacony. Hurra. Die Geschichte wird sehr, 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 sehr verrückt. Es geht sehr viel um Träume und Realität und Traum. Ja, das kann man sagen. Viele neue Puzzle-Elemente, Events gibt's. In der ersten Hälfte kommt Black Swan mit Misha zusammen und in der zweiten Hälfte kommt Sparkle. Ja, wir bekommen 20 Gratis-Puls und es gibt ganz viele Offline-Events noch. Und es gibt ein Robodino mit Kochmütze als Gegner und Sam. als Gegner. No Reruns? Schon. In der ersten Hälfte kommt Dragonhang, in der zweiten Hälfte Jing Yuan für dich extra auf E6. Wieso 20? Weil wir noch 10 extra bekommen. Wir bekommen den normalen Login und dann gibt's für die Penacony-Story, glaube ich, wenn man die fertig hat oder irgend sowas. Ich habe das nicht so ganz geschnallt, worum es geht. Aber es gibt nochmal 10 extra Puls für die Trailblaze-Story irgendwas. Wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat dann auf jeden Fall gesagt 10 und dann danach dann insgesamt gibt 20. Also mein Plan auf jeden Fall Black Swan und Lightcone. Dann wünsche ich viel Erfolg. Ich werde mir Sparkle holen. Das macht am meisten Sinn. Hilfe, Dragonhang! Hilfe! Yes. Ja. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Codes sind oben angepinnt. Sieht sehr, sehr lustig aus. Es gibt ein Getränk namens Soul Glad. Was das wirklich ist, das wissen wir nicht. Okay. Eine Limonade, in Anführungszeichen. Ich habe 30 Pity im Character Warp und 100% Chance. Und bei Lightcone bin ich bei 40, aber da muss ich den 50-50 gewinnen. Da musst du sogar nur den 75-25 gewinnen. Das ist der Vorteil bei den Lightcones. Oh. Yes. Gut. Passt. Dann würde ich sagen, ich schaue mal ganz kurz, was jetzt noch offen ist. So. Das sind die normalen Dr. Ratio-Nachrichten.
Die können wir dann auch lesen. Was hat eine Welt uns geschrieben? Ich muss nur schauen, ob irgendwo irgendeine Mission weitergeht. Mia, are you there? I have a question for you. Did Marge dunhang and you see anything extraordinary in the mountains north of Belobog? We saw the engine of creation. We saw a device to imprison the Stellaron. We saw Marge 8. Was ist das? Das ist albern. Bis wann Codes haltbar? Solange der Vorrat reicht oder normalerweise bis in einem halben Tag oder so. Aber bis wann? Ich würde sie so schnell wie möglich einlösen. Ja. Gibt schon diese Versionsseite? Ja, sollte schon geben. So, Wassermarsch, Prost. Wieso hast du ein italienisches Wort als Namen? Habe ich was? Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Mehr? Was bedeutet das denn? Das ist einfach nur ein Name. Ja. Bedeutet mehr. So, schauen wir mal, was Welt geschrieben hat. That might be what we are looking for. It would be good if I can witness it with my own eyes. Maybe it's possible to get it reactivated. If possible, I would like to drive it around. Was? I'm sorry, I went off on a tangent. After the blizzard on Jarillo 6 weakened Himiko and I detected an unidentified signal there, but were unable to decipher its contents. Considering the fact that this planet has just gone through the crisis of Stellaron and is still not stable yet, it would be troubling if the signal were to attract malicious parties to this location. Would you kindly go have a look when you've got the chance? No problem. Any rewards? No problem. I'll go have a look. Thank you, Himika, and I will have some rewards ready for you once you get back. Das ist aber nett. Okay, das ist schon wieder was anderes, oder? I have sent the rough coordinates of the signal to you. Thank you for all your trouble. Danke. Was ist das? Adventure Mission, okay. So viele Missionen, von denen ich alles nicht wusste, die jetzt nach und nach sich alle erst freischalten, Millionen Jahre später. Kann sein, dass ich mich irre, aber das heißt, glaube ich, mein. Okay. Das weiß ich nicht. Ich habe den Namen vom. Von einem Charakter aus dem Spiel Alundra für PlayStation 1. Da hieß ein Charakter so. Yes. Und so habe ich dann meinen ersten MMO-Charakter in Final Fantasy 11 auch genannt damals. Und ich nenne mich jetzt oft so einfach meinen Hauptcharakter. Ja, die wurde auch danach benannt. Ja. Zack. Ich finde es einfach irgendwie ein schöner Name, ich weiß nicht. Da kommst du nach 3 Jahren drauf, oder was? Nein, seit wann bist du da? Seit über einem Jahr. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine neue Mission. Doch schauen wir mal, was dann uns noch schreibt. Yeah, can you read this? You remember the weapon storage that you reported had something weird going on. I got a guard squad to head over and have a look, and they discovered something you might be interested in. It'd be better to speak face to face. I'll wait for you at the same old spot in the restricted zone. I'm coming. I'll be there later. Tada! Ah, schau, das ist das Wessel-Dingsbums. Das sollten wir auf jeden Fall als erstes weitermachen. Und Dr. Ratio hat nur seine normalen Dinger da. So, auf geht's. Dann würde ich sagen, wir machen das Wessel-Dings da erstmal fertig. Unglaublich, ich habe keine Ahnung, gibt es diese ganzen Missionen seit 1.0 oder wie oder was? Gott. Oh Gott, Gesundheit, Flinnchen.
Okay, neue Box-Puzzles. Jetzt bekommen wir einen Brief von Cyril. Okay. Ja, okay. Dann hätte man das machen sollen alles. Während 1.0. Hey, immerhin mache ich die noch vor 2.0. Aber nicht alles. Das schaffe ich leider nicht. Auf geht's. Seid ihr bereit? Übrigens. Tada, ich bin fast fertig. Nur. Macht ihr überhaupt irgendwann mal Basic Attacks? Selten, oder? Irgendwann. So, schaue ich mal, ob ich mich noch ein bisschen kleiner machen muss. So. Zack. Schauen wir mal, was dann uns noch zu sagen hat. You said that you found something in the warehouse. Schauen wir, dass wir heute vielleicht noch ein, zwei Sachen erledigen. Bevor es weitergeht. Pfeift unschuldig, weil seine Questliste seit 1.4 komplett leer ist. Ist gar nichts Neues dazugekommen? In 1.5 und so? Dann sollten eure Charaktere aber schon sehr viel stärker sein. Doch, natürlich, du bekommst mehr Jades und kannst mehr Charaktere pullen. Aber du bekommst mehr Geld. So. Diese Lache. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch in Star Rail, der nicht so viele Probleme hat mit dem Content. Kira, ich jag dich gleich. Evo auch von der Seite. Ja schon, aber die habe ich dann ja direkt gemacht. Sehr gut. Ich hatte leider nicht so viel Zeit mit Genshin zwischendurch. Bin einfach zu nichts gekommen. Jetzt habe ich Zeit, das alles ein bisschen nachzuarbeiten. Nachdem ich in Genshin aufgeholt habe, hier aufgeholt habe, mache ich das nach und nach, ja. Stefan. Stimmt, da war was mit Stefan. Ich erinnere mich wieder. Ich kann mich nur noch an die Kisten erinnern. Und dass sie weg war und Zampo uns nicht geglaubt hat, dass wir sie gesehen haben, die Cyril. Und dann war sie auf einmal erwachsen. I wish you all the best, okay. Mission completed. Ah, das war's schon? Oder müssen wir jetzt den Brief lesen? Der Brief. Der hier? Leicht verwirrt. Ich bin. Ja, ist abgeschlossen. Aber wo ist der Brief hin? Hä? Oh, Evo brennt den Chat nieder. So. Da wollte ich nicht hin. Ja. Quest ist verschwunden. Wo ist der Brief hin? War das alles? Ich schaue jetzt mal nach, ob da noch irgendwas kommt. Das war jetzt seltsam irgendwie. Krieg eine Nachricht, krieg den Brief, aber find den Brief nicht. Na, da gibt es noch ein paar 3. Wird mir zumindest in Google gleich mal angezeigt. Schauen wir mal. So. Da, 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 da. Okay. Anscheinend hatte ich das schon laufen. Find done. Ah, after reporting to done, wait one daily reset to receive a message to continue the mission. Okay. Ja, weil mit Cyril haben wir schon gesprochen. Da, 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 da. Ja, obtains Cyril an old letter. Readable. Ah, das ist und vielleicht unter den Bookshelf-Sachen? Da wird das irgendwo sein. Ach du grüne Neune. Oder? Warte mal, wir müssen. Jarilo 6.
Hat jemand irgendwas davon mal gelesen? Da, Cyril. Okay, gut. Wir müssen jetzt einen Tag warten, bis wir das weitermachen können. Ich habe Unos Fragos. Lohnt sich Dill? Meiner Meinung nach ja. Ich habe jetzt in einigen Dingern auch Dr. Ratio verwendet, weil es jetzt halt in Memory of Chaos den Follow-up-Bonus gab. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich Dragon Hank verwendet. Ist halt die Frage. Also für mich hat er sich absolut gelohnt. Bei den ganzen Chars, die kommen, hoffe ich, dass meine Glückssträhne von Genshin und Starrail anhält. Ich drück dir die Daumen. Eine 3-Stream-Serie. Cool. Wann hast du gefehlt, Raffi? Huhu, Kira und Chat. Hallöchen, Chili. Willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Alles chillig bei dir? Dann würde ich sagen, wir machen das, was wir von Welt bekommen haben als nächstes. Ich hoffe, wir sind dann irgendwann mal mit Jarilo 6 fertig. Das Gefühl, es hört nie auf. Okay. Was? Die guten Quests. Ich habe das Gefühl, die Sidequests sind auf jeden Fall interessanter teilweise als die Hauptstory. Better take a look around. Da steht praktischerweise ein Gegner mitten davor. Und Boxen. So. Ich bin gespannt. Derweil, ich hoffe auch, dass ich halbwegs Glück habe beim Polen. Wir werden sehen. Jetzt ist dann nächste Woche erstmal Nahida dran. Und dann schauen wir weiter. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei euch auch. Ja, bei mir persönlich, ja, Flintchen ist halt leider ein bisschen krank, aber ja. Muss man durch. Ja, es wird schon. Genshin unter 100 Pull 4 5 Stars gezogen. Wow. Starry Main Account, Ruin May E1 und Lightcone 2. Account, Ruin May und Dr. Ratio E1. Nicht schlecht. Boah. Ich habe nur einen Account, das reicht mir. Evo hat genug, er steigt aus. Guardian Shadow. Hast du auch Boxrätsel da oder was? Sieht ein bisschen so aus. Aber sie greift uns nicht gleich an. Who are you? Are you talking to me? Do I still have to fight? I'm a goner. Long, long time. Ich finde ja die Begleitermission am besten. Hatte bei einer sogar Tränen in den Augen, weil traurig. Ja, bis jetzt hat mich ehrlich gesagt Starrail noch nicht ganz so berührt. Lustig, ja. Aber so richtig berührt, so wie manchmal in Genshin, noch nicht so. Das Traurigste war, glaube ich, die Szene mit Yukong, mit dem Abschied. Bisher. Alles Weitere schauen wir mal weiter. Ich werde schon gefragt, ob ich für andere pullen soll, aber wenn du so viel Glück bringst. Mr. Stefan ist gone. Die hat auch was mit Mr. Stefan. Vielleicht ist... Okay. Wer ist Mr. Stefan? Okay, vielleicht ist das Cyril, die sich weiterentwickelt hat. Chibi, is that you, Cyril? Okay, vielleicht war das andere noch der Abschluss und das ist jetzt... Aber das heißt ja nicht, das ist ja nicht das dritte. Hä? Egal, wir machen einfach mal weiter. Do you know me, stranger? Did Mr. Stefan send you to meet me? Lying? Yes! He told me to come and save you. Sorry, I don't know him. Wir sind ehrlich. Ciao. Schau, sie hätte sowieso rausgefunden. Mr. Stefan. Mr. Stefan ist doch super. Oh. Jinglius Quest war herzzerreißen. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Hab mal im Wiki die komplette Story und Dialoge nachgelesen. Das war anders heftig. Auslöser für die Tragödien war bei Heng. Okay. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gerade noch bei Jarilo 6 Sachen zu machen. Wenn ich mit denen mal fertig bin, kommt dann
Shenzo-Sachen dran, vielleicht. What can I do for you? What are you thinking about right now? Fangen wir mit Sie mal, was wir für Sie tun können. Okay. I'll help you. I want to hear your story. If I say no, das ist aber unhöflich. Natürlich wollen wir helfen. Wir wollen wissen, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Okay. Okay, schaut. New Mission. Part 3. Okay, sehr gut. Dann war es die richtige Entscheidung, erstmal mit Dan zu reden. Jetzt schauen wir mal hier. Okay. Wir müssen dran denken, sobald wir mit ihnen reden, verschwinden die Dinger. Ich probiere einfach mal. Okay, das war nicht richtig. Warte, stopp. Abbruch. Ich habe mich verdacht. Du wirst nicht enttäuscht werden bei Jingyu's Quest. Vielmehr wirst du dann wissen, was mit dem High Cloud Quintet damals passiert ist. Yes. Bin schon gespannt. Aber eins nach dem anderen. So, die schieben wir mal rüber. Theoretisch macht es am meisten Sinn, die mal wegzuschieben. Dann haben wir da mal Platz. So. Okay. So. Jetzt lass mich mal weiter überlegen. Wenn wir die rüberschieben, ist sie im Grunde... Oder wir können die rüberschieben und dann nach oben, aber wir müssen die da auch wegschieben, weil da geht's auf. Die können wir nach oben und nach unten schieben, aber vielleicht sollten wir zuerst... Okay, wir machen die. Die. Die, dann können wir von der anderen Seite da lang... So. Okay. Ich weiß nicht, ob das das Richtige war, aber wir schauen einfach mal. So. Wir können ja ein bisschen aufräumen jetzt. So. Zack. Gut. Wenn wir die hochschieben, können wir die... Zack. 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 Wir räumen auf. Nach und nach. Die können wir nach unten. Dann sind wir hier. Dann müssen wir die noch zur Seite schieben. Dann die nach oben. Und wir sind fertig. Okay. Yes! Da-da-da-da-da! Yay! Sogar ein Achievement. Okay. Go to the desk. Okay. Habe ich jetzt da irgendwas miteinander vermischt? Hatte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Tada! Bin ich kurz verwirrt. Okay, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ich bin nur zusätzlich in Cyril gelaufen. Das ist nur zufällig auch hier. Okay, verwirrend. Mission in Mission. Und wie habe ich mich geschlagen bei den Boxen? Super, oder? I see the truth now. Ich bin froh, dass das Spiel zumindest flüssig läuft. Oh mein Gott. Ich möchte die Geschichte schon hören. Gentle. As gentle as Mr. Stefan. Ob wir Mr. Stefan jemals treffen? Cyril, Supreme Guardian of Belobok, ein vorheriger. Okay.
Why do you linger around here? What's your connection to the box puzzles? Beides interessant. Fragen wir mal nach den Boxen. Okay, wir müssen herausfinden, warum sie gestorben ist oder wie sie gestorben ist oder was. Oder die Boxrätsel haben mir geholfen? Hä? Sie war verwirrend. Oh mein Gott. I slipped and fell into that open box, ending my life in a way that's destined for ridicule. Sie ist in eine Kiste gefallen und daran gestorben. Okay. Okay. I understand what you mean. I can't do it. Natürlich, wir helfen ihr. Auf geht's. So viel Zeit muss sein. Kümmert euch mal drum. Okay. Das mit den Boxrätseln ist trotzdem ein bisschen seltsam, aber ich liebe Rätsel, also von daher beschwere ich mich. Naja. Lass dir bitte Nambi leben. Und Hobas. Okay, aber wenn wir das mal abgeschlossen haben, können wir das andere nächste gleich machen. Perfekt. Ich schaue jetzt nur noch mal, ob es da auch einen vierten Part gibt, aber ich glaube, es gibt nur drei Parts. Ja. Hm. Oh. Okay, interessant. Ich hab noch was Interessantes gelesen. Besiegt. Besiegt. Tada. Thank you, Stranger. Gerne. Mr. Stefan. A golden ornament remains on the ground, brightly waiting for you to pick it up. Pick up Cyril's relic. Should I even touch this? Natürlich. Spannend. Okay. Ta-da-da-da. Auf nach Jarilo 6. Gut. Auf geht's. Hoppla. Oh. Natürlich immer schauen, ob eine Straßenbahn kommt, bevor man über die Straße läuft, gell? Bin ein schlechtes Vorbild. Oh, bitte. Okay. Hallöchen, Manja, lange nicht gesehen. Weil ich keine Dailies mehr mache. Do you know the Supreme Guardian Cyril? Frage ist, ob da vielleicht im Museum was so ausgestellt ist. Cyril the Fool. Oh, okay, das hört sich nicht so begeistert an, wenn ich ehrlich bin. Entschuldigung, dass ich die ganze Geschichte nicht weiß. I found something. I brought something back from Cyril. Pass auf, sie wird gleich total begeistert sein. Nein, das ist alles ehrlich gemeint. Über sowas macht man keine Späße, oder?
Okay. What? This is robbery in plain sight. Then what's in it for me, huh? Naja, gut. Was fangen wir damit an? Wenn sie damit irgendwas machen können? Die Frage ist, wann wir überhaupt mal die Architects richtig sehen. Von denen wird so viel geredet. Aber vielleicht bekommen wir eine Belohnung dafür, was wir gefunden haben. Belohnung. Oh, wir bekommen ein Heftchen. Hurra! Cyril the Fool. Okay, danke, Manja. Ich habe was gelesen. Anscheinend kann man nochmal ins Museum gehen und dann noch irgendwas abgeben. Schauen wir mal. Einmal bitte ins Museum. Yay, ich liebe das Museum. Bester Event bisher. Bin total begeistert. Nee, mir kommt was aus. Let's go. Zack. Kurator Booty. So. Anscheinend kann man ihm was abgeben danach. Da. Schauen wir mal. Oh. Belobok College of Art, was alles gibt. Oder vielleicht kann man es erst später geben, ich weiß es nicht. Okay. Okay, der fragt wieder dieselben Sachen. Okay, dann kann man ihm vielleicht doch nichts geben. Gut, ich würde sagen, wir haben wieder was erledigt. Yay! Und Achievements bekommen. Noch besser. Tada! Puzzle waren schon gut. Tada! Sehr gut. 170 Schatzkisten auf der Shenzo. Da fehlen noch 12. Oder? Ja. Readables gibt's auch noch. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen da gleich weiter. When business comes knocking. Gibt's nochmal 40 Jades. Je mehr Jades, desto besser, würde ich sagen. So. Auf geht's. Schauen wir mal, was hier passiert. Okay. Go to the designated spot at... Es war aber wirklich ein Zufall, dass ich jetzt genau hier hingegangen bin und dass es genau hier weitergeht. Go to the designated spot at Everwinter Hill and investigate the unknown signal. Okay. Da wahrscheinlich. Okay. Da war nix. Spot Nummer 1. Ach, der ist, wo blinkt denn da bei dem? So, da fasse ich aber nicht hin. Okay, es war aber dann trotzdem dann so eher an diesem Eisspitz-Dings da. Okay, hier war auch nichts. So, da blinkt's noch. Ich bin gespannt, wie viele Jahre es noch dauern wird, bis der Schnee endlich weg ist und sie endlich ein normales Leben leben können. Aber ich glaube, sie kommen derweil schon zurecht. Immerhin breitet sich das Fragmentum nicht mehr aus. Ist auch schon mal was. Aber ja, was passiert, wenn die auftauen irgendwann mal? Oh oh. Okay. Huh?
This is. Flop. New message von Interastral Peace Appliances. Oh mein Gott. Interastral Peace Appliances with coupon savings. The combatant humanoid bipedal microwave oven will only cost 32.999 credits. Also available are the 25 credit coupons, which are good for the entire online store. It's another spam. How do I place an order? Nein, bitte nicht kaufen. Ah, I knew it. Not these spams again. Have they run out of other things to do? Fragezeichen? Hey, Fragezeichen? Why are you sending me question mark? Link, please. Say something, don't just send question marks. Hold on, been a while since I chatted with anyone, I'm kinda in shock still. Are you really from Jarilo 6? Didn't you all die off? Oh oh. Das war vielleicht die erste Kommunikation, die eigentlich dazu geführt hat, dass dann Topas rüberkommt. Hm. Who are you? Explain the situation to this person. Wait, who are you? How did you get my number? Oh, ha ha ha, I'm just a salesperson from Interastral Peace Appliances. I'm the 46th liaison officer assigned for Jarilo 6, and my job is to observe that planet and distribute ads there. Die sind auch wild immer. But in the 78 years since I was deployed to this post, I've never received a single reply. I thought you lot all went extinct, curse of the blizzard, lol. Was ist das denn? Now that fate has brought us together, would you be interested in getting some home appliances? We're currently having a sale and it will return 50 credits for every 50,000 spent. It's a good deal. Na, I'm busy. Send a link then. Nein, ich will nichts. Was mache ich damit? Ich lebe ja gar nicht. Bin nur zu Besuch. Nope, I'm busy. No, sorry. No problem. If you ever need anything, just let me know. Okay. Report to the crew. Okay. Das war irgendwie wild jetzt. Ich kann mir nicht helfen. Alles nur Werbung. Wird das bestimmt gepetzt und jetzt wissen die alle, dass auf Jarilo 6 noch Leute leben. Na gut. Rein da. Auf zur Welt. Mr. Welt, wo sind Sie? Oh, da oben. Guten Tag. 何か共有することでもあるのか? Report the findings of your investigation into the unknown signal. Okay. Ich glaube, ich habe das in der falschen Reihenfolge gemacht. Hoppla. Das war's schon? Ich höre kein Telefon. Meins ist es nicht. New Message, anscheinend schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Interastral Peace Appliances, you have 88 unclaimed free credits that can be used to purchase any product on the Interastral Peace Appliances official website. Note, some discounted items are not included. You can use as many free credits as you would like. The more you buy, the more you can claim. Hey, my dear customer, you up? Sorry for popping out like this. I want to ask you something. What is it? Not buying anything. Thanks, got the link. Oh, hey. Na gut. Wir sind ja höflich.
Actually, I just reported a really sick situation to the Intra-Astral Peace Appliances HQ, and now they want me to send a comprehensive report to summarize what happened. Could you please describe in detail what had happened on the planet since the Eternal Freeze started 700 years ago? Just whenever you've got the time, there's no rush. I don't know about this. I can ask around for you. Alles klar, Hershey, was los? Ich habe keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir stellen uns dumm. I'm no local. How am I supposed to know about this? Then can you please ask a local for me? Please, please. As a token of my thanks, I'm going to apply for a discount coupon for you. See ya. Okay. How can I learn about that history? Natürlich im Museum. I really don't want to go. Ich hätte gern schon Mittwoch. Na, das kann ich mir vorstellen. Ein bisschen noch durchhalten, Hershey. Ein bisschen noch. That's where our trailblaze comes in. Hurra. Okay. Dann auf zu Bronja. I'll be on my way then. How about giving me my rewards first? Das ist immer das Beste. Gut, oh. Ich stehe mittendrin, statt nur dabei. Schau, Bronja ist eh da drüben. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. Gut, auf geht's. Ein bisschen noch bis Mittwoch. Unglaublich, dass dann auch Nahida kommt. Ich war hier in der ersten Hälfte, gell? Schon. Nahida! Freue mich. Achso, natürlich schaut man, bevor man über die Straße läuft, gell? Normalerweise, wenn man sich gerade teleportiert, ist keine Bahn da. Normalerweise. Ja, okay. C2 Nahida! Yay, endlich! Bin schon gespannt. So, na dann mal hoch. Mhm. Guten Tag. Hilla ist auch da. Frag mich, was Bronja da schaut. Die Fenster sind sehr, sehr milchig. Oder sie tankt einfach nur ein bisschen Sonne da am Fenster. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur anmerken, da die Bücherregale. Die sind schon hoch. Die Papierstapel sind das Furchtbarste da. Die Bürokratie in Jarilo 6 ist wahrscheinlich noch schlimmer im Belobok als in Fontaine. Know about Belobok's history before the Eternal Freeze. Okay, jetzt müssen wir Bücher lesen. Phase 2, pullfreie Zone, was? Finde es nur nicht schön, wenn zwei Charas im Banner sind, was ich will. Okay, willst du Nahida und Xian Yun haben? Phase 2. Brauche ich auch nicht. Wer war denn da der Rerun? Yael, oder? Über Yael kann man nochmal nachdenken, aber ich werde wahrscheinlich dann eher sparen. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Und schau. Habe ich sowieso schon. Long story, it all started with an ad. I'm on a research mission for the Express's data bank. I see. Oh mein Gott, wir haben schon wieder eine Nachricht bekommen. Kriegen wir jetzt die ganze Zeit Nachrichten? Inter-Astral Peace Appliances. The star of the store is back for a limited time with the 10 credit festival coupon save money on hot sales of 500 limited edition portable family unit mini-sized nano grinding face cleansers.
For more information, please visit the official Interastral Peace Appliances website. Hello, you there? It's me. I'm back again. What is it? I really don't want to buy anything. Thanks. Found the link. Mein Chara-Banner ist ja sicher, dass ich bekomme, wenn ich genug Puls habe. Die Frage ist, für wen möchtest du auf jeden Fall pullen? Für Cloud Retainer oder Nahida? What is this time? I just wanna ask how you are going with that inquiry you... Was? I just wanna ask how you are going with that inquiry you promised. I just started looking. It hasn't been that long. Das stimmt allerdings, voll nervig. Give me more time. I just ask a friend to look into it. Oh, okay. Okay, I'll keep waiting. Thank you, dear customer. Pfft. So albern. Interastral Peace. Was könnte das sein? Interastral Peace Appliances. Mindestens eine muss reinkommen. Neue. Okay. Na dann. Viel Erfolg mir dann. Das hätte man wirklich vor dem Nambi-Event machen sollen. Ehrlich gesagt wäre es mir lieb gewesen in solchen Fällen, wenn das so eigentlich davor stattfindet. Dass sie mich erst das machen lassen, bevor ich die Hauptstory da weitermache. Ehrlich gesagt, ja. Damit das Sinn ergibt. Chronologisch. Weil jetzt macht das keinen Sinn. Andererseits ist es gut, dass man das andere machen kann, dass man die Wahl hat. Aber es wäre cool gewesen, so, ja. Das könnte man auch vorher machen. Not necessarily. I go look for the records then. Thank you. Ich hoffe, es ist kein Buch ganz oben. Nee, das ist Gott sei Dank unten. Na, Halleluja. Oh weh, jetzt kommt Geschichte. Ah. Kitty ist null Jean C3 aber. Na, schau. Und du hast dann den 50-50 anscheinend schon verloren. Das heißt, der nächste Charakter ist garantiert. Okay, überfliegen wir das schnell. Ah, da war auch schon die Intelligentsia Guild. Stellaron. 20 before freeze oder was? Okay. Ah, das F steht für Fortification. Okay. Denke ich. The Fortification, okay. Pillowbox was, also ist doch before Fortification, okay. Verlieren ist bei mir nur Diluc. Ach, grüne Neune. Diluc, ja, Diluc ist. Obwohl vielleicht mit Shen Yun zusammen, mit dem Springen und so, mit den Plunge-Attacks, das könnte eventuell vielleicht wieder interessant werden. Weiß nicht, ob Diluc vielleicht ein Revival erleben wird damit. Oder ob es für andere Charaktere vielleicht noch sinnvoller ist. Spannend irgendwie. Ah, Eiszeit. She who evokes miracles. Okay. Supreme Guardian. Okay, verstehe. So ist der erste Supreme Guardian geworden. Sehr gut.
Oh Gott, jetzt werden wir... Oh, unnervig. Alle 5 Minuten eine Nachricht. Oh mein Gott. Der Nuclear Powered Household Air Fryer. Okay. Klick hier. Geht gar nicht. Dear customer, I'm so happy. The push adverts are controlled by the backend. I can't turn them off. Okay. Hello, you there? Sorry to bother you. Just want to ask you again. Stop asking. I'm already working on it. I've had enough of this. Finally, the link. I'm already working on it. Just let me do some info gathering first, okay? Sorry, I'll keep waiting. Oh Gott. Anstrengend. Okay. Bilobok Chronicles haben wir bekommen. Gut, das heißt wieder in den Zug zurück. Ja, hoppala. Teleporter. Okay, wieder mit Welt reden. Hallo Welt. Okay. So. Erzählen wir ihm, was wir rausgefunden haben. Belohnung. Oh Gott, wieder eine Nach. Hilfe. So, schauen wir mal, was wir diesmal haben. Da. Hot Sales wieder. Reply benefit to instantly book your value-added service and receive a virtual plush toy of the Interastral Peace Appliances Mascot. Wie sieht das Maskottchen aus? Ist das ein Nambi? Sorry, I'm so sorry. I don't have anything to ask. You just take your time. You're right on time. Can I block you? Benefit. Kurz angebunden. Good timing, I just finished finding sorting out the info. Attachment. Thank you so much. Now I can write the report. I'm so sorry for bothering you all this time. That's fine, I did what I could. I pretend this never happened. No. That's fine, I learned a lot too. Hurrah! Haha, you're such a kind person. Oh Gott. Since you were such a great help, I gonna recommend you to check out our newest offering from the Interastral Peace Appliances. The premium custom-made Little Richie. Version 17.93. The collector's edition of the Richard series, which is our home use object finder of the year. This home use object finder can easily find items you've lost based on your thoughts. Nice. And you can even earn yourself a compatible charger completely free of charge if you pre-order now and pay the full price. I already have one. Sehr gut. Oh Gott. Bitte. Wow, Hilfe. Oh really? Then you need a whole set of high-frequency Thermodynamic Kitchen Knives. Okay. Hi, hab grad 54 Pitti. Im Event-Banner oder was? Ich glaube, ich brauche keine Messer. Jetzt 10% Rabatt. Hold on, let's talk about that home-use object finder again. The one I have is something I randomly pick up and it says it wants to return to the store to get fixed. How do I do that? We don't offer maintenance for this product, but if it's something you just accidentally found, then
It should be a parcel lost during delivery. I'll check it for you. Found it. There's an order with the Hertha Space Station as the destination. Maybe you can contact them directly. Hä? Mein Feindi oder was? Heißt wahrscheinlich in 2.0 5-Star. Dann drücke ich dir die Daumen, Raffi. Cool, thank you. Hertha Space Station is my home. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mein Home ist, aber danke. Haha, I'm just doing what I can. Oh Gott. And while we're here, let me recommend you a fully automatic neck training memory foam pillow made of natural one-vac rubber. Okay. Not for now, bye, Block. No worries, if you need anything in the future, just contact me directly. I will reply immediately, 24/7. Okay. Gruselig. Yay, Belohnung. Mental Damage. Hoffentlich Deal. Okay. Dann drücke ich dir die Daumen. Dragon hängen, Dragon hängen. Okay. Ask Aster, okay. Aber ich will meinen Feindi nicht hergeben. Den habe ich letztens auch gebraucht. Feindi. Knack. Wenn der Rücken knackt. Da, 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 da. Hallo, Asta. So. Is this the home use object finder that you ordered? Wie viele Gebiete gibt's denn im Penakoni? Das haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Wir wissen auf jeden Fall, dass es die Stadt außen gibt. Es gibt das Hotel, dann gibt es noch diese Traumwelt zwischendurch. Gute Frage. Okay, eine alte Version habe ich gefunden. Don't cry. Don't cry. Hydro Dragon. 10 Puls gibt es ja über eine Woche und 10 über das eine Event. Irgendwie so in der Art, ja. Genau weiß ich das nicht. Thank you, you are the best. Okay. Der war 700 Jahre da, Feindi? Dann ist das wohl wirklich eine alte Version. So what was Feindi doing there? Gute Frage. Okay. Gut, dann werden wir nicht bei den Inter-Astral Peace-Leuten einkaufen. Okay. Kann Feindi bei ihr lassen oder mitnehmen. Tada, wieder was geschafft. Ach schau, Feindi ist wirklich da jetzt. Das ist aber lustig. Beep, beep, beep. Oh. Ja. Evo so, ah, du hast das jetzt erst fertig. Oh, ja.
Weil da andere Sachen anscheinend vorher gefehlt haben, bevor ich das machen konnte. Okay. Sehr cool. Gut. Wieder was abgecheckt, würde ich sagen. Lofu, Lofu, Lofu. Eine Sache müsste es theoretisch noch geben. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwo was sehen. So, da waren wir schon. Das haben wir gemacht. Ich konnte noch immer nicht nach da oben durchgehen. Ich habe keine Ahnung. Da sollte auch nichts mehr sein. Da auch nicht. Da sowieso nicht. Boulder Town, da ist noch eins. Das weiß ich. Schauen wir mal dahin dann noch. Oh, ich hole mir nur einen kleinen Snacky-Snack, glaube ich. Aber es geht voran mit dem Abbauen. Es geht langsam voran. So, gib mir eine Sekunde. Ich hole mir nur kurz ein frisches Wasser und einen kleinen Snack und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Hol dich auch einen kleinen Snack. Trinken ist auch wichtig. Mal aufstehen ist wichtig. Auf geht's. So, muss ich nur ganz kurz schauen, wo ich hin muss. Oh Gott. Ah, Hilfe. Bei mir dreht heute alles ab, glaube ich. So. Bin gleich wieder da. Zack, bis gleich. So, bin schon wieder da. Ah, meinen kleinen Snack geholt nebenbei. So schnell Mittag gegessen heute. Einen kleinen Hunger nebenbei. So, essen. Dann werden wir schauen, dass wir noch was weiter schaffen. So. Auf geht's. So, da muss ich hin. Ansonsten scheine ich dann fast alles fertig zu haben hier. Tatsächlich. So, schauen wir nochmal, ob wir noch ein paar Shields abgeben können. So, 1000 habe ich. Wow. Okay. Tada. So.
Und die letzte Belohnung. Müsste das sein. So. Seid ihr bereit? Antonia, Supervisor. Was superweist die denn da? Can't you see, I'm busy, und deswegen hat sie ein Ausrufezeichen unter, über dem Kopf? Okay. Don't you need to supervise the miners? Supervisors make a lot of money, right? Naja, geht so. Okay. Darum kümmern sich die Teamleaders, aber okay. Okay. Feel free to come to me when you have financial problems. Andauernd. Andauernd geht mir das Geld aus. Jeden zweiten Tag mindestens. Oh mein Gott. I heard you're looking for me. I still have some more questions. Well, how have things been? I'm looking for some extra dough. You know what I mean? Was ist das? Okay, wir machen erstmal das Ausrufezeichen, dann schauen wir weiter. Erstmal helfen wir ihr und dann schauen wir, was es noch gibt. Assistant Instructor, okay. Assistant Instructor? Oh no, I know nothing of mining cards. I know just the man for this, his job. His name is Sampo, aber Sampo ist doch jetzt beschäftigt. Der ist sicher schon auf dem Weg nach Penaconi. Oder? Ich glaub schon. Spannend, was das dann alles mit Sampo auf sich hat. Und Sparkle. Hm. Die komischen Masked Leute da. Okay, not a problem. Leave it to me. I suppose I can give it a try. Wir versuchen unser Bestes. Okay. Night on the Great Mine, Part 1. Okay, das hat auch auf jeden Fall mehrere Parts. Schauen wir mal, ob wir das machen können. Auf in die Mine. Tada. Okay. So viel Text. Seele. Die steht da rum. Okay, Senior Minecart Operator. Schauen wir mal, ob wir ihm helfen können. Okay. I'm sent here to be your assistant instructor. Antonia asked me to come. Er weiß von nichts, typisch. Let's get started. I'm happy to just hang around. Nein, machen wir was. Für die Mine, gemeinsam. Alles für die Mine, alles für das Minecart oder sowas. Keine Ahnung. Wo ist eigentlich Heshi hin? Fällt mir gerade auf. Der ist sicher mit Shiro verschwunden irgendwie. Und die philosophieren über Waifus und die Welt. Irgendwie habe ich das Gefühl,
dass ich das mit den Rätseln mal bei irgendjemandem gesehen habe. Ich glaube, das war aber wirklich zu 1.0 Zeiten. Ich musste mal wohin. Okay, na kein Thema. Ich die ganze Zeit da. Ah, okay, na das weiß ich ja nicht. Es war so still irgendwie. Ich musste nur gerade an dich denken, wegen alles für den Dackel. Du weißt. You grew up in the underworld? Überhaupt nicht. Keine Ahnung, wo ich aufgewachsen bin, in Hannover. Zählt das als Underworld? Glaub nicht. Oder? Obwohl, wenn man diesen ganzen Gerichtsshows glauben darf, ist euch das mal aufgefallen? Wenn man so Richterin Barbara Salisch und so schaut, Alexander Holt und so, zumindest früher, als wir das noch lustigerweise regelmäßig geschaut haben, in jeder Folge kamen irgendwelche verdächtigen Leute, alle aus Hannover. Ja. Evo sagt immer, es sind nur Kriminelle dort, also. Wir kommen aus der Unterwelt, yo, yo, yo. The Track Controller. Okay, wir müssen einfach schauen, dass die Bahn in die richtigen Linien. Jetzt ist gerade so umgestellt, wir müssen so umstellen und das müssen wir so umstellen, die Weichen. Fertig, aus. Jeder, der mal mit Brio oder mit Lego Eisenbahn groß geworden ist, kann das. Oder? Duplo Eisenbahn. Tolle Sache. Ja, das ist einfach. Ich hab's mir fast gedacht. Seele leuchtet da unten in der Ecke so. Okay. Alles gut, alles gut. Ich kenne mich schon aus. Das ist nur Dr. Ratio, der ist sehr schlau. Der lässt sich sowas nicht erklären. Musst aber mehrere Tage nacheinander machen. Okay. Kein Problem. Und die letzten werden eher nervig als schwer. Okay, kein Problem. Dann schauen wir die nächsten Tage dann jeweils immer einmal rein noch. Ja. Das waren die ersten Rätsel, die Evo gemacht hat, sagt er gerade. Schau, ich kann das jetzt noch genießen. Das Problem war, dass in Starville die Events einfach immer so viel Zeit gefressen haben. Wahnsinn. Da habe ich aber die Hauptstory gespielt. Die Belobok und die Shenzo Hauptstory. Na, ich war zu lang. Was soll ich denn machen? Ich wollte ja eigentlich den Tag nach Release frei haben. Den habe ich ja nicht frei bekommen. Der eine Tag hat schon ein bisschen Unterschied gemacht. Das Centventure schon gemacht? Ei, ei, habe ich schon gemacht. Bin schon fertig. I'm only an instructor assistant. I don't get it either. Hehe. Tada, minecart test. A minecart operator and his apprentice seem to be having a bit of trouble in the great mine. Help them push the minecarts to the designated blockers and you might find something of interest. The goal is to move the empty minecarts to the blue blockers and move the loaded ones to the yellow blockers. You can load or empty minecarts at the ore piles. Yay. Peter.
If the minecarts won't move, you'll need to use the turnout to change the direction of the track to continue moving. Okay. Ivo, jetzt kurz einkaufen gegangen. So. Weiche umstellen. Nein, Sandwencher habe ich schon gemacht. Hoppala. Aber sieht man hier die Belohnung? Also die Punkte, die sieht man nur, wenn man hingeht, gell? Ja. Nein, ich habe alles bis auf den Yenjing-Kampf habe ich auf Doppel-S geschafft. Den Yenjing-Kampf habe ich auf S geschafft. Und dann auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Mal so, aber da habe ich es nur einfach durchlaufen lassen. Im Automodus. Bronja habe ich besiegt. Alle anderen konnte ich leider nicht besiegen. Am schlimmsten war Kafka, die hat mich gleich in den ersten zwei Runden platt gemacht. Pff. Let's go. Okay, move. Was muss ich drücken? Da hinten wahrscheinlich. Oder? Nein, das wollte ich nicht. Okay. Let's go, Minecart. Hopp. Ah. Push the Minecart. Gott sei Dank ist Dr. Ratio stark genug. Tada! Okay. Challenge completed, das war schon. Tada! Yay! Dankeschön. Hui! Next Challenge. Let's go. Let's begin. Zweite kann ich auf jeden Fall noch machen. Okay. Mhm. Okay. Verstehe. Okay. Gehen erstmal nach hinten. Okay. Zack. Zack. Weiche stellen. Okay. Das ist ja nun wirklich derweil keine Herausforderung, oder? Bin das nur ich. Push the minecart. Woo! Whee! Hallo. And smarter than this kid. Ha, man nennt mich umsonst nicht Dr. Ratio. Oder so. Dankeschön. Tada! Nächste Runde. Let's go! Okay. Mhm. Verstehe. Okay, macht alles Sinn. Wir müssen erst das Geomarrow aufladen und dann kann es rüberfahren. Das heißt, du fährst jetzt erstmal da geradeaus. Dann switchen wir hier die Weiche. Switch. Wie habt ihr in Sandwencher abgeschnitten? Bitte einladen. Dann, nein, nicht unload. Ah. Halt. Push, push, push. Dann wieder umstellen. Switch track. Ah. So.
Und dann rüber. So. So. Noch ein Stück. Ach so. Damit er da rüberfahren kann, muss auch da das sein. Verstehe, ist in Ordnung. Jetzt erst umstellen. Was? Noch nicht blockiert, oder? Geht doch in die Richtung. There is a card blocker ahead. Du musst doch nur darüber fahren. Habe ich von der falschen Seite gedrückt. Ich habe einfach nur von der falschen Seite die Lore gedrückt. Gib mir ganz kurz eine Sekunde. So, sorry, ich muss nur ab und zu nach Flintchen schauen. So. Dann holen wir uns mal die Belohnung ab. Being an assistant instructor isn't easy. Hey, whom are you calling? Half a brain. What? Auf geht's. Okay, die richtigen Rätsel kommen erst. Oha. Smart girl like you? Okay, der arme Dr. Ratio wurde zum Smart Girl gemacht. Yay, noch mehr Belohnung. Tada! Okay, müssen wir jetzt nochmal zu Antonia? Okay. Gut, gibt es nur noch Fragen dazu? Schauen wir mal. Aber anscheinend müssen wir jetzt warten bis zum nächsten Mal. Jo, da ist jetzt gerade nichts mehr. So.
I still have some more questions. Schauen wir mal, was sie noch zu sagen hat. Okay. I heard you recruited some of the vagrants into the mining team. Activities in the Underground. Fight Club, da haben wir schon oft genug mitgemacht. Okay. Ein Restaurant, hurra! Ein Rap-Konzert? Okay. Ja, stimmt, mit den komischen Rap-Leuten da. Okay, keine weiteren Fragen. So. How have things been? Okay. Busy doing what? What do you think about the lifting of the blockade? Who do you invest in? Lavon, okay. Oh nein, wenn Lavon uns wieder die ganze Zeit zutextet. Oh. Bin gespannt, ob das Theater irgendwann oben aufmacht, oder? Haben wir mal gedacht im Belobock, dass wir irgendwann ein Theater-Event da bekommen. Aber dann haben wir den Pokémon-Event bekommen. So, ich schaue noch mal ganz kurz nach Flinchen, ob alles in Ordnung ist. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. So, jetzt schauen wir mal, was da noch passiert. Weil da so ein komisches Fragezeichen ist. Mia, you mean? Wir brauchen mehr Arbeit. I have two iron hands. How about this baseball bat? No. Ich habe noch nie jemanden Baseball spielen sehen in dem Spiel übrigens. Oh, eine Pickaxe. Jetzt spielen wir Minecraft. Okay.
80% New Thermal Mining Pickaxe. Okay, was mache ich jetzt damit? Habe ich irgendeine Mission bekommen? Nein. Was mache ich damit? Bin verwirrt. Mission-Item. Let's Google. So. 80% New Thermal Mining Pickaxe. Oh, okay. Damit kann man anscheinend in der Mine irgendwas machen. Schauen wir uns das mal an. Ist die nicht für eine Quest? Anscheinend nicht. Man kann halt nur in der Mine dann einfach irgendwie irgendwo was abbauen. Die Frage ist wo? Investigate. Schauen wir mal. From your invisible back, pfft. Gently tap downward, strike with a very moderate amount of force. Strike as hard as you can. Wir fangen mal gently an. Weiß ich schon nicht mehr. Keine Ahnung. Viele Sachen sind doch echt irgendwie, da muss man raten oder versuchen oder einfach draufkommen. Finde ich eh cool, aber ja. Ding. Ding. Okay. Strike with very moderate amount of force. So langweilig. Ich bin nicht langweilig. Entschuldigung. Tse. Balance is the very foundation of the world. Make a different decision. Be interesting. Wir versuchen uns erst rauszureden. Dong. Dong. Well done, little one. Okay. Okay. Ey, ein Perfect Geomarrow Crystal. Warum ist denn der blau? Sollte der nicht orange sein? Frag ja nur. Kann man noch mehr abbauen oder nur das eine Ding? Ich bin jetzt einfach intuitiv da in die Mitte gegangen. Ich weiß nicht, ob das gleich richtig war. Gehen wir nochmal zu Antonia zurück. Vielleicht hat die noch was zu sagen. Oder vielleicht auch nicht. Alles klar, Hershi? Dong. Worüber denkst du nach? Wie aus einem orangen Stein ein blauer werden kann? I found this. Prozent, okay. Oh, okay. Okay. 8000 Credit.
Lass mich darüber nochmal denken. Ich habe keine Ahnung mehr über den Kristall. Perfect Geomarrow Crystal. Auf jeden Fall die Pickaxe habe ich auf jeden Fall noch. Schauen wir mal. Perfect Geomarrow Crystal. So verwirrend. Mission during Antonia's secret mission. Okay. Okay. Okay, wenn ich Heavy Hit gemacht hätte, wäre die Pickaxe kaputt gegangen und wir hätten eine neue kaufen müssen. Okay. The perfect Geomarrow Crystal can be exchanged with Antonia for Shield Credit or Credit. Okay. I don't think that's the right colors. Okay, man kann sie anscheinend eh nur für Antonia verkaufen. Oder es hat niemand was gefunden. Uhu, Kira, Hallöchen, Clown Piece, willkommen. Wie geht's, wie steht's? Na, dann verkaufen wir es einfach an Antonia. Fertig, aus. Sie macht's glücklich. Ich bekomme Belohnung. Und alles ist gut. Deal. Bitte sehr. Tada! Yay! Und 20 Shield. Wir können wieder gleich Shields verkaufen. Mir geht's supi und dir? Danke, mir geht's auch gut. Alles gut bei mir. So. Wir können uns auf jeden Fall noch Credits kaufen. Ich behalte aber mal die Shields derweil in Evidenz, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Konnte man nicht bei Lynx noch was kaufen? Irgendwas war da noch. Okay. So. Jetzt habe ich eine Frage. Eine Frage habe ich. Wie kommt man da oben rein? Mir fehlt noch diese eine Schatzkiste. Und ich habe mal nachgelesen, man kommt da oben rein, wenn man irgendwelche Missionen macht. Ich habe schätzungsweise gefühlt, bis auf diese Minecarts, die jetzt anscheinend noch ein paar Tage brauchen. Keine Ahnung, wie man da oben hinkommt. Aber ich habe alles gemacht. Lynx hat Münzen, da geht Shield nicht. Echt? Ich habe mir eingebildet, da muss man Shield ausgeben. Und ich habe keine Antwort. Ishi ist antwortlos. Schauen wir nochmal, was sie da noch im Angebot hatte. Geh nochmal hin, so auf der Karte, weiß das nicht mehr. Ja, da ist einfach zu. Aber wir können nochmal hingehen. Okay, Ancient Coins. Ist das was anderes? Und wo kriege ich die Ancient Coins her? Eine gute Frage, oder? Ich habe mir eingebildet, das wären auch die Shields. Ne, dann kann ich ja die Shields dann ausgeben. So viele verschiedene Currencies, das ist ja unglaublich. Oder Town. Dann gehen wir shoppen. Du musst doch einfach nur das Ding in der Mitte drehen. Gut, wir gehen gleich nochmal hin. So, aber nicht zu ihr. Drüben, zu Lauda. Dann hole ich mir das Geld, weil Geld kann ich gebrauchen. Ne, 16.000 Credits immerhin. Die sind mit einem Mal weg. Okay. So. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal googeln, um das zu finden. Falsche Richtung, da lang müssen wir.
Dum 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 dum. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Tür aufbekomme, aber ich werde jetzt nochmal schauen, was man machen muss. So. Silver. Ich dachte, wenn ich irgendwie alle Dinger nach und nach mal mache, komme ich irgendwie auf die Mission, die mich da hochführt. So. Silver Main Guard Restricted Zone Chests. Da unten war doch ein Gerät dafür, oder nicht? Das ist ja nur zum Drehen von dem... Das ist ja nur zum Drehen von dem Mittelteil. Das Ding. Mehr kann man da nicht machen. Ah, stimmt, das war zum Drehen. Let me check my map. So. Okay. Gut. Wo habe ich denn das gelesen? Schon Ewigkeiten her. Oder vielleicht geht's da gar nicht hoch. Vielleicht ist die Schatzkiste woanders und ich habe die übersehen. Anscheinend geht's da gar nicht hin. Habt ihr das Tor offen? Warte, wir nehmen einfach den Nambi-Modus. Bei mir ist die zu. Okay, wo ist dann die letzte Schatzkiste? Wir holen Nambi. Auf geht's. Nambi sucht die Schatzkiste. Ich muss irgendwann eine Schatzkiste übersehen haben. Und ich habe mir die ganze... Aber wo habe ich denn das gelesen? Das war sicher Fake News damals, weil ich habe das ziemlich zum Anfang gelesen, weil mir da schon ewig eine Schatzkiste fehlte. Das ist zu... Okay. Wo ist dann die letzte Schatzkiste? Dann war das Betrug, was ich gelesen habe. Okay. Okay. Gut. Ich habe die Schatzkiste gefunden. Na, ich will doch nicht den komischen Gegner machen. Ah, ich will die Schatzkiste haben. Okay, jetzt habe ich sie gefunden. Das ist unglaublich. Vielleicht habe ich sicher irgendwelche Mutmaßungen gelesen. Egal, jetzt habe ich sie. Yay. So. Gut. Wieder was erledigt. Check. Heißt das, ich bin jetzt in Jarillo fertig? Ziemlich, oder? Diese Minecart-Dinger kann ich da noch machen, aber ansonsten müsste ich alles gemacht haben hier. Auch gut, oder? Es wird, es wird. Das heißt, die nächsten Sachen sind dann auf der Shenzo. Was haben wir denn da? Tantan. Okay. Weil die großen möchte ich jetzt eigentlich nicht anfangen. Wenn dann maximal die Adventure-Dinger.
So, jetzt müsste ich aber auch die ganzen Karten fertig haben, oder? Das war die einzige, die mir noch gefehlt hat. 10 von 10, 4 von 4. 5, 7, 11, 9, 8. Tada! Sehr gut. Wartet mal, eine Sache wollte ich noch ganz kurz schauen. Warte mal, wo war denn das? Was ist das da mit den Kisten? Das habe ich nämlich vorhin in der Ferne gesehen. Aber Nambi mag die Kisten nicht. Treasure Chest Magician. Luck? The strong have no need for luck. What are you talking about? Das ist ein Mini-Event. Okay, machen wir ein Mini-Event. Luck. Okay. Oh nein, ich will kein schlechtes Glück haben. What's inside the chest with good luck? What's inside the chest with bad luck? Is this some kind of new con? Oh Gott. Ich hab Angst. Make your choice. Wir haben die Blauleuchten und die Goldleuchtende. Das ist die große Kiste und das ist die kleine Kiste. Die kleine leuchtet Gold und die große leuchtet Blau. Eine gute Frage. Wir nehmen die kleine Goldleuchtende. Okay. Nein! Oh, okay. Pick up the glowing object. Is it good luck or bad luck? Ich habe Angst. Kristalle. Oh. Dazzling Rainbow White. Das ist aber cool. Man kann es verkaufen. Und wenn ich es behalte? Nambi. Good, you choose well. Don't ask any more questions. What's inside the other chest? Does that also include this choice right now? Okay, wir waren schon einmal. Wir haben schon einmal Glück gehabt. Okay. No. Aber wir haben ein Regenbogenkristall bekommen. Oh oh. Was passiert dann? Das ist diese Schatzkiste, die da genau vor unserer Nase ist. Wir können sie öffnen oder nicht öffnen. Die Frage ist, wir haben gutes Glück gehabt. Aber die Kiste wird da wahrscheinlich immer stehen, oder? Und mich kirre machen, wenn ich die sehe in der Ferne. Sollen wir trotzdem aufmachen? Wir pullen ja heute nicht. Wenn wir pullen würden, da wäre ich abergläubig. Aber... Habt ihr beide Kisten aufgemacht oder nur eine? Beiden. Machen wir einfach auf, oder? Jetzt werde ich nochmal gefragt. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mein Regenbogenkristall kaputt geht oder so. Oder dass ich Pech habe. Okay. Es ist nur ein Kampf, okay. Wenn es das ist.
Wenn es nur ein Kampf ist. Soll Schlimmeres passieren, würde ich sagen. Ach, herrje. Da, 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 da. Okay. Okay. Hey, aber 20 Shield habe ich noch bekommen. Yay, Shopping. Können wir uns nochmal Geld holen? Oh oh. Hishi kommt mit dem Messer vorbei. Warum das denn? Ich habe doch nichts getan. Okay, wir können es noch einmal Credits holen.